und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sitze heute hier in unserem Schlafzimmer und direkt vor unserem Kleiderschrank. Und die Seite, die hier offen ist, das ist meine Seite. Und die ist schon ziemlich gut gefüllt. Und ich habe mir überlegt, weil ich ja bei meinem 50 Fakten über mich Video schon erzählt habe, dass ich eigentlich so gut wie nie Markenklamotten trage, möchte ich euch einfach heute ein paar Gründe dafür nennen und auch so ein bisschen erzählen, warum ich das so handhabe und meine Meinung auch über No-Name-Klamotten euch mitteile. Beginnen wir mit dem wohl für mich wichtigsten Grund. Ich bin einfach ein Mensch, wo sich ziemlich schnell an Dingen satt sieht. Und das ist echt häufig bei mir so. Ich kaufe was, ich trage es vielleicht so ein paar Monate oder Wochen, manchmal auch eine Woche. Und dann kann ich es einfach nicht mehr sehen und es verschwindet wieder im Schrank und da bleibt es dann auch. Ich aber habe dann nicht so ein mega schlechtes Gewissen, weil ich eben weiß, dass es einfach nicht so teuer war und es einfach nicht keine 70 Euro gekostet hat, sondern vielleicht auch nur 10 Euro oder auch 20 Euro. Und dann ist es einfach nicht ganz so wild, wenn ich es nicht mehr anziehe. Was bei mir aber dann wieder von Vorteil ist, dass ich zum Beispiel nach einem halben Jahr das wieder sehe und mega Lust drauf bekomme und ich es dann wieder umso gerne anziehe. Und durch das, dass es einfach günstiger ist, ist es dann nicht ganz so wild, wenn es einfach für eine ganze Zeit lang irgendwo hinten im Eck landet. Des Weiteren ist natürlich von Vorteil, dass ich mir durch das, dass ich immer günstige Klamotten kaufe, mir auch mehr kaufen kann, weil zum Beispiel meine Oberteile meistens nur bis zu 20 Euro kosten, manchmal auch nur 10 Euro oder auch meine Hosen ziemlich günstig sind und dafür kann ich mir dann viel mehr kaufen, anstatt wenn ich zum Beispiel jetzt ein Oberteil kaufen würde für 70 Euro, dann ich rechne dann auch immer so und denke mir, guck, manche zahlen jetzt 70 Euro für das und ich zahle jetzt zum Beispiel nur 20 Euro und kann mir noch was Cooles dazu kaufen und ich bin immer noch bei der gleichen Summe. Was auch noch mein Ding ist, ich gehe meistens so zum New Yorker einkaufen oder eben so Läden wie Mania, No Tabu, wo es auch in manchen Städten unter anderem Namen gibt. Oder auch manchmal Telly Whale, wenn ich überhaupt noch was finde. Und in den Läden gibt es einfach so mehr meinen Stil. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei Breuninger reingehe, wo die ganzen Marken vertreten sind, ist einfach für mich schwieriger, was zu finden. Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach, keine Ahnung, ist so ein Girlie, wo einfach zum New Yorker geht und da eigentlich so gut wie immer was findet. Und ich fühle mich da auch sehr, sehr wohl und ich gehe da auch gerne rein, wie wenn ich da in so Läden gehe, wo alles so ganz exakt da liegt oder da hängt und die Leute dann oder die Verkäufer dann gleich kommen und fragen, ob sie einem helfen können. Ich mag das einfach nicht, ich mag einfach die Atmosphäre in den Läden, weil man da einfach tun und lassen kann, was man möchte und einfach in Ruhe alles sich anschauen kann, ohne ständig von irgendjemand angelabert zu werden. Und natürlich die Qualität. Ich finde, die Qualität von den Klamotten, die ich habe, ist mega gut. Auch wenn sie nicht so teuer sind, trotzdem ist die Qualität super. Ich tue natürlich meine Wäsche nicht auf 60 Grad oder so waschen. Ich tue es immer auf 30 Grad waschen und ich schaue, dass ich immer die Farben gut miteinander zusammen mache und nicht quer durcheinander mische, weil könnte ja sein, die färben dann noch aus oder so. Aber ich bin echt mega zufrieden. Ich habe Oberteile, die habe ich jetzt schon jahrelang. Oder auch Kleider. Ich habe Kleider von Teddy Whale, die habe ich damals für 10 Euro bekommen. Die passen mir noch immer. Die sind kein bisschen ausgeleiert, gar nichts. Ich bin echt da mega, mega zufrieden. Und durch das, dass ich natürlich nicht so viele Sachen habe, die teuer sind, kann ich da natürlich jetzt auch nicht sagen, ja, das und das ist besser. Aber ich kann von meiner Seite aus sagen, dass die Qualität von den günstigeren Klamotten, die ich eben habe, echt gut ist und ich viele, viele Sachen in meinem Schrank habe, die mich schon jahrelang begleiten. Ich habe sogar Sachen, die ich schon seit ich 14 bin, von Telly Whale und die passen mir noch immer und sehen noch immer mega gut aus. Ich kaufe sogar Klamotten vom Aldi. Diese Hose zum Beispiel, wo ich meistens als Zuhausehose anhabe oder auch Sporthose, wie man es eben nennt, habe ich vom Aldi und ich bin auch super mega zufrieden mit dieser Qualität. Und auch wenn andere mich dafür belächeln, wie kann ich nur von Aldi oder Lidl irgendwas kaufen, ich finde auf jeden Fall die Sachen tun's und vor allem für zu Hause finde ich die mega cool. Klar, die beult echt schnell aus, aber ich glaube auch, wenn ich jetzt von Puma oder so mir eine Hose kaufen würde, hätte ich genau die gleichen Probleme, weil ich hatte genau schon, ich habe auch Socken zum Beispiel, das habe ich jetzt als aktuellen Vergleich, ich habe Socken von einer großen Marke, von einer Sportmarke, diese haben überall Löcher mittlerweile bekommen und ich habe die echt noch nicht lange gehabt und jetzt kaufe ich mir immer Socken von Primark. Klar, Primark ist noch mal so ein anderes Thema, da hat natürlich jeder so seine Meinung dazu. Ich finde die Socken von Primark sind einfach mega von der Qualität. Ich habe jetzt ich habe mir 21 Paar Socken gekauft, habe insgesamt 9 Euro gezahlt und ich muss sagen, die Qualität ist einfach der Burner. Ich liebe die Dinger, ich habe keine Löcher, die werden nicht irgendwie lichte, dass man dann halb durchgucken kann und sich schämen muss, dass man irgendwelche kahlen Stellen an der Socke hat. Es sind echt
super Qualität. Und da sehe ich halt auch, dass auch bei so einem Laden wie Primark die Qualität einfach stimmt. Natürlich nicht bei allen Sachen. Ich habe auch Sweatshirt-Jacken, wo ich gar nicht zufrieden bin, weil die nach dreimal waschen schon aussehen wie 100-mal getragen und auch immer kürzer und kürzer werden. Dabei kaufe ich schon immer zwei Größen größer, aber trotzdem werden die immer kürzer. Aber das ist immer von Laden zu Laden und auch von Klamotte zu Klamotte unterschiedlich. Und ich glaube, da kann man gar nicht so wirklich so ein Fazit draus ziehen. Ich glaube, das waren jetzt erstmal so meine wichtigsten Gründe. Mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein. Und also meine Meinung dazu, ich werde weiterhin bei meinen No-Name-Klamotten bleiben, weil ich einfach sehr, sehr zufrieden bin. Und wenn eben mal was für eine Weile nicht getragen wird, ich einfach nicht so ein schlechtes Gewissen habe, mir auch durch das, dass die Klamotten meistens so billig sind, mir auch viel, viel mehr davon kaufen kann. Und ja, mein Schrank hat zum Glück noch ein bisschen Platz und ja, ich bin einfach glücklich mit meinen No-Name-Klamotten und ich stehe dazu und ja. Ich finde, man kann sie auf jeden Fall tragen und auch die Qualität passt und ja. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare schreiben, was eben auch eure Erfahrungen so sind, auch von Markenklamotten oder auch von No-Name-Klamotten. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren und ich würde auch sagen, das war's schon wieder mit meinem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo. Ich würde mich mega drüber freuen. Schaltet auf jeden Fall am Sonntag um 12 Uhr wieder ein und nächste Woche Donnerstag um 14 Uhr. Teilt meine Videos und ansonsten sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin sage ich Tschüss! Mwah!